Hallo, mein Name ist Frank Brandenberg, ich bin Vizepräsident der ICC Deutschland, komme aus Bonn oder aus der Gegend von Bonn, genau genommen aus der Grafschaft, das ist noch Rheinland-Pfalz, und arbeite in Meckenheim für die Firma BB Wertmetall AG als Vertriebsleiter und als Leiter der Kundenberatung. Habe auch noch ein eigenes Unternehmen, das ist die BC Consulting, und da beschäftigen wir uns mit biblischem Finanzmanagement und internationaler Krankenversicherung. Dann bin ich noch Geschäftsführer der Christlichen Kooperationsbörse. Das ist die größte Online-Plattform christlicher Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Bin verheiratet mit Marion, haben zwei liebe Töchter, die Yara und die Anna. Ich bin 2001 in die ICCC eingetreten, und zwar durch einen lieben Kontakt, den Josef Katsidis, einen Makler, mit dem ich mich damals ausgetauscht hatte und der mir empfahl, mal zu einer ICC-Veranstaltung zu gehen nach Gladbeck. Und dann machte ich das, folgte seinem Rat, kannte dort niemanden, war unter 60 Geschäftsleuten. Der Organisator war Horst Lehnert, und als guter Katholik wusste ich nicht, dass man im Hotel Lobpreis machen kann, und alle standen auf und sangen und jubelten, und ich war vollkommen überrascht, weil ich das überhaupt nicht kannte. Ich kannte maximal Orgelmusik. Und dann haben wir gesungen aus voller Brust, Jesus, ich liebe dich. Ja, und in dem Moment zersägt es mich und ich fange an zu weinen und ich wusste, ich bin zu Hause angekommen. Und das war der Moment, wo ich wusste, ICC ist meine Heimat. Und ja, da bin ich dann auch geblieben. Also es gibt eine der grundlegenden Visionen der ICCC, dass sie eine Plantage ist mit großen Bäumen und kleinen Bäumen, starken Bäumen, die jungen Bäume schützen. Und exakt das habe ich erlebt in diesen 20 Jahren, dass ich nämlich starke Bäume hatte, so wie Fritz, so wie Klaus Philippin, so wie Horst Lehnert, mein Mentor, so wie Otto Nadrowski, die ich immer wieder um Rat fragen konnte, die mir immer wieder weitergeholfen haben in schwierigen Situationen in meinem Leben. Und das ist das, was ich heute einfach auch an die nächste Generation weitergeben möchte. Die ICCC war für mich in diesen 20 Jahren an mehreren Stellen besonders hilfreich. Erstmal in diesem Moment meiner geistlichen Wiedergeburt, so wie ich es empfunden habe damals, als ich die ICC zum ersten Mal kennenlernte. Dann auch in der fachlichen Begleitung, dann auch in den Transforming Working Life Bausteinen. Es gibt meines Erachtens nach in Deutschland kein besseres Videolehrprogramm für christliche Unternehmer als die TWL Bausteine. Dann, wie gesagt, in den guten und weisen Ratgebern, die ich hatte, dann in den Regionalkreisen, in denen wir uns oftmals geholfen haben, durch Krisen uns durchzutragen, dann in den Familientreffen, die oftmals wirklich lebensverändernde Maßnahmen und einschneidende Erlebnisse für mich waren, in denen der Heilige Geist so stark spürbar war, und in denen auch ich beispielsweise vom Rauchen befreit worden bin. Solche Dinge sind da geschehen, und dann bis zu den internationalen Konferenzen, wo wir einfach diese Dimension nochmal auf einem ganz anderen Level erleben durften, indem wir da mit 200 Unternehmern zusammen sind. Und wenn man da mit 200 Unternehmern den Lobpreis macht, wie zuletzt in Stockholm, dann ist das sehr berührend und bewegend, und auch strategisch war es immer wieder richtungsweisend. Ja, ich habe ein sehr klares Bild davon, was das Profil und die Stärke der ICCC ist, auch im Vergleich zu den anderen Geschäftsleuteorganisationen, die wir haben. Und das ist vor allen Dingen ihr prophetisches Verständnis. Das ist ihre Fähigkeit der Lehre durch internationale Zeugnisse, der Lehrbausteine. Und deswegen kann ich jedem und empfehle auch jedem die ICCC, der sich genau nach diesen Dingen ausstreckt. Was sie nicht ist, sie ist nicht so sehr evangelistisch unterwegs. Dafür haben wir Full Gospel Businessman Fellowship, mit denen wir ja auch freundschaftlich verbunden sind. Aber was sie nicht so sehr ist, ist wissenschaftlich arbeiten, denn dafür haben wir den BKU, den Bund katholischer Unternehmer. Und so erlebe ich auch aus dem Blickwinkel der christlichen Kooperationsbörse, dass jede christliche Unternehmerverband eine besondere Stärke hat. Und vielleicht werden wir eines Tages in der Lage sein, das auch allen deutlich zu machen, wo die jeweiligen Stärken liegen. Und wer sich nach einem prophetischen Verständnis unserer Zeit und auch für sein Unternehmen ausstreckt, der ist bei der ICC komplett richtig.